freue mich auch, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte dir auch in diesem Video wieder zeigen, wie du aus den Sachen, die du in deinem Kleiderschrank hast, was Tolles machst, statt in die Kleiderspende zu gehen. Such bitte alles raus. Marine Look. Wir haben so viel Blaues gestreift. Die Urlaubssaison fängt irgendwann wieder an und es geht mit Sicherheit wieder an die Küste. Und es ist das auch schon mal so aufgefallen, wenn man da oben ist, dann kauft man immer irgendwas blau-weiß. Weiß ich, man hat doch eh schon so viel. Ich habe mal alle Kisten rausgesucht, was bei mir blau-weiß ist. Und das ist Wahnsinn. Ziehe ich eigentlich immer nur im Urlaub an. Aber das Coole ist, man kann auch wirklich die ganze Kollektion blau-weiß einpacken und kann alles super kombinieren. Nimmt bloß 10 Teile mit in den Urlaub. Und ist immer neu angezogen. Also irgendwie klappt es immer. So, schaut euch die blau-weißen Sachen aus. Ihr habt euch das heute ausgesucht. Zieht euch besonders an. Sage ich in jedem Video. Sortiert alles aus dem Schrank raus, was ihr mehr als ein Jahr nicht angehabt habt. Macht euch eine Kiste und schaut euch dann durch meine Videos und guckt euch Ideen an. Irgendwas gefällt euch mit Sicherheit. So, was wir heute machen, Marine. So, guckt mal nach Tüchern bei euch, ob ihr irgendwelche Tücher habt mit Marine-Motiven. Kommt immer gut an, als Sticker da drauf. Ich zeige euch nachher, wie man die verarbeitet. Und ihr braucht die nicht wegzuschmeißen, weil so als Tuch, Mann, wie viele Tücher haben wir? Wer bindet das denn noch um? Außerdem, wenn es so zusammengeknaut ist, sieht man die ganzen tollen Motive alle gar nicht. Und irgendwo nimmt man es dann noch, ich weiß nicht, meine Tücher liegen eigentlich alle nur noch rum. Und jetzt habe ich die Moral aus und gesagt, weißt du was, jetzt machst du mal wieder Look draus. Okay, was haben wir gemacht? Ich gebe euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ideen. Und dann schauen wir mal. Das, was ich heute anhabe, schaut mal ganz einfach blau-weiß. Sieht ganz nett aus, aber langweilig. Also machen wir was draus. Zu 1, schaut mal. Ganz einfaches T-Shirt. Mit Sicherheit im Schrank. So, alles was wir hier gemacht haben, ist uns eine Rolle Seidenband zu kaufen. Ganz einfaches Seidenband. Kostet nichts, gibt es überall. Ich habe jetzt hier nur noch einen etwas breiteren Streifen, weil ich das komplett vernäht habe. Aber ihr kommt mit einem Stück super hin. Alles was wir hier gemacht haben, wir haben an den Ärmelbündchen und oben dieses Band einfach vernäht. Hier oben haben wir so ein Rüschen gelegt, das heißt, ihr steckt euch das einfach so an, ringsrum. Da, wo es hinkommt, da wisst ihr auch gleich, ob euer Band reicht. Ihr steckt es euch einfach an. Ihr braucht es dann auch nicht nochmal heften oder weiß ich was. Ihr nehmt euch weißes Seidengarn dazu. Und mit diesem weißen Seidengarn geht ihr einfach, schaut mal, einfach einmal im Kreuzstich grob drüber. Ohne annehmen. Ist wirklich nur mit der Hand. Ihr seht drinnen wirklich bloß die sauberen Stiche. So, und wenn ihr dann ganz verspielt seid, so wie ich, dann könnt ihr gerne noch ein extra Schleifchen machen und das extra nochmal draufnehmen. Schleifchen, wisst ihr, wie die funktionieren? Ganz einfach. Ich mache es hier nochmal kurz ab. Ihr nehmt euch einen Streifen für die Größe. Schaut mal, ihr seht es hier. Einmal die Größe und die einfach mal rein. So, dann schlagt ihr das Band ein, stellt euch einfach vor, das ist hier abgeschnitten, geht mit dem Faden um zieht es fest, verknotet zünden und ihr habt eine Schleife. Dann nehmt ihr die Seitenteile hier vorsichtig raus. Die beiden Enden, schneidet die ab und verkettet die jetzt nicht, sondern nehmt euch ein Feuerzeugkonferenz ab. Ihr braucht bei mir nichts versäumen. Das wird alles abgebrochen. Ich habe jetzt hier bilderweise das Ende dran mit einem Stück Tesafilm. Feuerzeug und einfach ganz vorsichtig lang gehen. Ihr seht, wie die einzelnen kleinen Fädchen verschwinden und ihr eine super tolle Naht habt. Das heißt, ihr braucht nichts verketteln. Geht beim Waschen dann auch nicht auseinander, hält bombenfest. Einfach sauber lang gehen. Und genau dasselbe macht ihr mit euren Stickern.
Das heißt, ihr schneidet die Votive aus. Schneidet die einfach aus, ringsrum. So, ich zeige es euch mal am anderen Beispiel. Das hier habe ich auch aus einem Tuch ausgeschnitten. So, und damit macht ihr genau dasselbe. Übt erstmal an irgendeinem Stück, damit da nichts verbrennt. Und dann geht ihr wirklich bloß ganz leicht um alle Ränder rum. Wenn so Vertiefungen sind, müsst ihr das so halten, dass ihr immer nur an diese Stelle rankommt. Das kriegt ihr aber ganz schnell mit. So, schaut mal. Und dann habt ihr, ihr braucht nichts mehr verketteln. Das hält einfach. Da kommt kein Faden mehr raus. Ihr merkt auch so ein bisschen, das ist so eine Brandnaht. Und das ist eure Nähnaht. Wenn ihr dort hinter die Brandnaht reingeht und das einen Kreuzstich annäht, geht das nicht mehr ab. Hält bombenfest. Also schaut einfach mal nach, was ihr so an Marinemotiven habt. Ihr könnt auch T-Shirts nehmen, die einen Anker drauf haben, ein Boot drauf haben, weiß ich. Alles, was ihr nicht mehr anzieht, nehmt die Motive raus. So, das war ganz einfach. Ganz simple, einfache Sache, ist in 2 Stunden fertig genäht. Und ihr habt wirklich was Einzigartiges. Hat keiner. Idee Nummer 1, T-Shirts. So, Blusen. Die war auch simpel und einfach. Schaut mal. Und alles, was wir hier gemacht haben, ich habe mir alle ran gemacht. Ich habe das in den anderen Videos auch schon erklärt. Es sieht immer doof aus. Ab einem bestimmten Alter hat man nicht mehr so tolle Unterarme. Und den stört es immer, wenn die keine Ärmel haben. Also habe ich mir Ärmel ran gemacht. Dazu braucht ihr nichts weiter wie hier so ein ganz normales, dünnes Garn. Einen Häkelhaken. Und ihr geht einfach mit Luftmaschen hier rum. Schau mal, das ist so einfach. Ihr näht euch das einmal vor, weil ihr müsst ja irgendwie einen Punkt haben, wo ihr reingeht. Schaut mal. Das heißt, ihr geht einmal mit dem Faden grob um den Rand und habt dann die Laschen zum Einstechen für den Häkelhaken. Und dann könnt ihr den Ärmel so groß machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt mit diesen Luftmaschen, so wie hier, ich habe hier kleine genommen und bin dann von 3 auf 5 hochgegangen, habt dann nochmal so eine extra Borte. Schau mal. Und als kleinen Schmankerl noch habe ich mir, das habe ich immer da, wenn ihr das bekommt, diese Fusselwolle. Die holt ihr euch, schneidet die so lang, wie ihr die haben möchtet und nehmt die einfach in die letzte Linie im Abstand, so wie ihr es haben möchtet, mit rein. Die verfusseln auch komischerweise nicht. Schaut mal, hier unten haben wir ganz viele. Da habe ich es wirklich in jede zweite Masche reingemacht. Habe ich schon ganz oft gewaschen. Habe ich probiert. Die verfusseln nicht. Die bleiben wirklich so. Und dann habt ihr einen schönen Abschluss unten. Und eine passende Deko so ja oben mit den Ärmeln. Schaut mal. Und ich habe hier sogar noch aus demselben Garn einfach eine Rüsche drumherum gehäkelt. Schaut mal. Probiert es einfach. Mit einem einzigen kommt ihr locker hin. Ihr könnt es so lang machen, wie ihr wollt. Viele Blusen sind einfach viel zu kurz. Ich mag das auch, wenn die ein bisschen über den Po gehen. Einfach unten ransetzen. Also ist eine Alternative zu Spitze. Ihr hättet natürlich auch Spitze nehmen können und die unten ransetzen können. Kann man hier zusätzlich noch mit ranmachen, wenn man will. Aber das ist mal eine Alternative, wo man nicht viel Material braucht. So ein bisschen Material hat man immer zu Hause rumzulegen. Hebt bitte alle Reste auf, schmeißt nichts mehr weg. Ihr könntet alles irgendwo noch verarbeiten. So, das war die Bluse. Also die hat jetzt auch keiner mehr so in dieser Art und Weise. Ist was Sportliches, muss ja nicht immer elegant sein. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Und dieses System mit diesen Ärmeln und dem Bündchen unten, könnt ihr an alles ranmachen, egal an was. An jede Bluse, an jeden Pulli, egal an was. So, schaut mal, hier habe ich genau dasselbe gemacht. Ich habe einen Pulli genommen. Und weil ich 2 so kurze Pullis hatte, dachte ich, scheiße, 2 brauchst du eigentlich nicht. Habe Spitze genommen und habe die einfach an die Ärmel und an den unteren Saum rangenäht. Schaut mal. Der hatte eben so einen Dreiviertelarm. Jetzt kann man den super hochstauchen, weil das ist so ein Elastikmaterial. Und die ganze Sache ist auch ein bisschen länger. So, ganz einfache Variante, braucht ihr 1 Meter Spitze für. So, und den habe ich dann auch noch drauf gemacht. Diese Sticker kriegt ihr ja fertig zu kaufen. Wenn nicht, nehmt ihr euch wirklich so etwas aus dem Tuch rausschneidet und setzt es in der Größe auf, die ihr haben möchtet.
haben wir aus einem alten Pulli, in Anführungsstrichen, auch wieder was Neues gemacht. So, drei. Dann haben wir einfach mal Marinekleid hatten wir schon. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir uns mal eine passende Jacke dazu. Nochmal ein bisschen anders. Schaut mal, Rot macht sich immer super. Die klassischen Farben, französische Flagge, dunkelblau, weiß, rot. So, und hier haben wir einfach, schaut mal, aus diesem roten Seidengarn Bommeln gemacht. Wisst ihr, wie die Bommeln funktionieren? Das zeige ich euch noch mal kurz. Ganz einfach. Ihr braucht nur dieses Garn. Machen wir noch ganz viel mit diesem Troddel. So, und dann nehmt ihr euch das Garn und wickelt euch das in der Größe. Das ist jetzt genau die Größe. Schaut mal. Ihr könnt es mit drei Fingern machen, mit zwei Fingern machen, mit vier Fingern machen, wie ihr möchtet. Ihr wickelt das einfach nur um die Hand. Müsst ihr ein bisschen sehen, dass ihr gleich ein bisschen Schwung bekommt. So. Nehmt das dann oben im Ganzen. Haltet es fest. Geht mit dem Faden nach oben. Ihr habt ja jetzt hier die Schlaufe. Ach, hier haben wir das Ende vom Faden. Okay, den machen wir mal runter. So. Haltet das oben fest und wickelt das einfach nur fest um die Schlaufe. Ruhig ein paar Mal rum, soll er nicht aufgehen. Haltet das fest. Schneidet euch den Faden ab. Nehmt euch eine große Nadel. So. Jetzt geht ihr durch das Gewickelte. Von unten nach oben durch. Das hält ja nur die Fäden fest. Okay. Unten lasst ihr noch ein bisschen was dran. Ihr schneidet die ja nachher ab. Und geht jetzt oben durch diese Schlaufen immer durch, dass die zusammen sind. Abschneiden. Das hier oben könnt ihr dran lassen, es braucht dann hier noch zum Nähen. Und hier unten habt ihr ja ganz viel Schlaufen von dem, was ihr um die Hand gewickelt habt. Die schneidet ihr einfach auf. Die seht ihr ja. So, und dann macht ihr nichts weiter, wie das alles auf eine Länge zu schneiden. Wie beim Friseur. Zack. Eine kleine Bommel. Habe ich an ganz vielen Sachen dran, ihr könnt euch erinnern, an den Taschen und Schuhen kann man immer super als Deko benutzen. Okay, und das haben wir hier auch gemacht. Schaut mal, hier haben wir zwei ran gemacht und haben ansonsten mit demselben Garn, egal welche Farbe ihr euch aussucht, einfach wieder nur im Kreuzstich an den Nähten überall lang genäht. So, hinten auch wieder, was ich immer wieder sage, diese Mittelnähte. Schaut mal, sieht ganz anders aus. Oben den Rand auch noch, so dass es super passt. Und schaut mal, das zusammen sieht jetzt nicht mehr langweilig aus. Man hätte jetzt noch, wenn man gewollt hätte, haben wir auch überlegt, den Anker nochmal mit dem Kreuzstich umnähen können oder am oberen und unteren Rand nochmal einen roten Kreuzstich. Dann hätte es wirklich super bis zum letzten Detail zusammengepasst. Vielleicht mache ich das euch sogar noch. So. Super Kombination, oder? Hat keiner. So, dann haben wir mal Leinen verarbeitet. Leinen ist ja nicht so meins persönlich. Aber okay, wir haben Leinen genommen. So, und haben, ich zeige es euch mal nochmal, so eine Art Trachtenjacke draus gemacht. Also die war einfach nur blau-weiß gestreift. So, und dann haben wir die, schaut mal, besetzt. Und zwar haben wir einfach rote Wolle genommen. Im Kreuzstich
auch wieder alle Nähte verarbeitet und haben dann uns das vorgezeichnet, dieses Muster, haben uns eine Schablone gemacht, haben es vorgezeichnet und haben es dann im Kreuzstich auch ganz eng drauf genäht, jedes einzelne. So, schaut mal hier an den Ärmeln auf. Wir haben es komplett gemacht. Es ist wirklich mit der Hand gemacht. Haben dann bloß noch die Knöpfe dran gesetzt. Die sind auch verschließbar. Mit einer kleinen Kette, wenn ihr euch das hier ranmachen wollt. Wir haben es abgemacht, weil wir es eh offen tragen. Aber schaut mal, habt ihr auch eine super Handarbeit. Könnt ihr mit euren Bläsern auch machen. Einfach, ihr macht euch einfach wirklich aus Papier. Nur eine Musterschablone, damit die alle gleich sind. Die legt ihr euch rauf. Malt das ruhig mit einem guten Stift. Ich arbeite viel mit diesen CD-Malern, weil die echt, die, was muss ich immer ansetzen, Kugelschreiber oder so, macht sich alle blöd. Mit diesen Dingern vorzeichnen und da ihr ja da drüber häkelt oder diesen Kreuzstich macht, sieht das kein Mensch mehr. Das war Nummer 4. So, Marinekleider hat auch jeder im Schrank. Sehen eigentlich auch mehr oder weniger langweilig aus. Das mache ich noch fertig, zeige ich euch in einer der nächsten Sendungen und da kommt jetzt mal so ein Motiv rauf. Da werden wir vorne und hinten diesen Ansatz raufhäkeln. Zeige ich euch dann in einem der nächsten Videos. Wir schneiden es aus, machen es gerade, dass es hier an das Rote ranpasst und legen das einfach mit raus. Und ihr werdet sehen, Kinder, sieht komplett anders aus. So, probiert's. Ganz einfaches Kaschott, das war ein ganz einfaches Top. Top, nichts Besonderes, nichts, gar nichts, hätte ich eigentlich aussortiert, weil hat man schon so viel von. So, und dann haben wir aber einfach Omas Gardine genommen. Eine kleine Küchengardine mit einer schönen Borte. Die haben wir einfach wirklich hier an der Seite dran genäht. Hier überall mit der Hand dran gesetzt. Haben aus dem Obermaterial hier noch kleine Puffärmelchen gemacht mit einem kleinen Gummi. Und haben dann einfach wieder mit einer dunkelroten Wolle in dem Fall Luftmaschen gehäkelt und die dann einfach als Deko mit dran gesetzt. Schaut mal. Kann auch jeder. Keine große Sache. So, Kinder. Und damit habt ihr 6 neue Ideen, die ihr alle umsetzen könnt, wenn ihr abends mit euren Freunden zusammensitzt. Ich hoffe, dass ihr das wirklich macht. Ich sage das in jedem Video. Trefft euch abends und näht gemeinsam. Alleine mit einer einzigen Gardine, ihr könnt das unten als Board dran setzen, ihr könnt das draufsetzen, ihr könnt Ärmelchen draus machen, ihr könnt so viele tolle Sachen machen. Und gerade jetzt ist Spitze modern. Spitze, Spitze, Spitze. Schaut euch in den Geschäften um, es ist alles mit Spitze besetzt. Alles Gardine. Ich habe gestern erst wieder 3 Meter Gardinenstoff gekauft, nur wegen der Borte. Probiert's. Gardinen nimmt keiner mehr, guckt in die Schränke von euren Großmüttern. Könnt ihr überall verarbeiten. So, ich hoffe, ich habe euch wieder ein paar tolle Ideen gegeben. Wir machen nächstes Mal ganz verrückte Kostüme, die seht ihr schon im Hintergrund, wo ich mir mal was Ausgefallenes ausgedacht habe. Wer sich traut, das zu tragen, Marina ist ja für jeden. Schaut euch die Playlist an. Wir haben so viele tolle Sachen drin. Auch wenn euch Marina jetzt nicht so sehr interessiert, schaut rein, wir machen alles. Wir machen Schuhe, wir machen Taschen, wir machen Wintersachen. Wir machen so vieles und es findet sich bestimmt auch das eine oder andere, wie du aus deinen Sachen, die du in deinem Schrank hast, irgendetwas Besonderes machst. Glaub's mir. Es ist alles Handarbeit, Kinder. Ihr braucht keine Maschine. Nadel, Faden, Stecknadel, eine Schere, ein Feuerzeug und Garne. Hebt die Garne alle auf. Schaut mal in diesen Zeckenhändlern. Da gibt es beutelweise, wahrscheinlich von den alten Damen, die nicht mehr nähen, beutelweise Garne und Wolle. Das kostet nichts, gar nichts. Holt euch die, setzt euch abends alle zusammen. Jeder bringt irgendetwas mit und genießt die Zeit gemeinsam. Wer mit Nadel und Faden nicht so firm ist, der kann alle diese Sachen, die wir in den Videos vorstellen, wir machen die alle ein einziges Mal.
der kann die gerne auch bestellen. Wir geben die ab. Geht auf unseren Instagram-Kanal. Da sind alle Sachen nochmal fotografiert. Ihr könnt euch die ranzoomen, ihr könnt euch das alles ganz genau angucken. Die Größen sind drin, die Produktbeschreibung, alles wie wir das gemacht haben, was wir gemacht haben, ist alles drin. Bestellt's, wir schicken es euch gerne zu, aber es gibt immer nur eins. Denkt dran, nicht zwei bestellen für die Zwillinge. Geht nicht, wir haben nur eins. Schaut euch an, was ihr im Schrank habt. Ihr habt alles. Ich wünsche euch super, super viel Spaß. Bis dann. Ciao.